Für die eine waren es die glorreichsten Tage einer ohnehin erfolgreichen Karriere. Für die andere die bislang größte Enttäuschung der Laufbahn. Das war hart, ganz hart für mich. Es lief einfach überhaupt nichts. Es war grausam. Haben Sie schon die Möglichkeit gehabt, die Rennen bei den Olympischen Spielen zu analysieren? Ich habe nicht wirklich viel analysiert, keine Ahnung. Meine Form war gut, das Schießen funktionierte, außer in den Rennen. Die anderen waren einfach besser. Vor Olympia war sie die Stärkste. Die 25-jährige Schwedin hatte 4 von 11 Rennen gewonnen. Der Trainer war optimistisch und dann die Plätze 12, 14, 49 und 10. Was war schiefgelaufen? Wolfgang Pichler hatte seine Athletin im Vorfeld der Spiele abgeschottet, keine Interviews zugelassen. War die Abkehr von der Normalität am Ende falsch? Mein Gott, wir wissen die Gründe, die haben aber, es sind aber keine Gründe für die Öffentlichkeit. Und ich meine, so wie es im Leben ist, das wird jeder mal wissen. Manchmal geht es rauf und manchmal geht es runter. Jetzt ist bei ihr halt mal runtergegangen. Aber ich hoffe schon, dass es den Kampfgeist hat, dass es wieder raufkommt. Diesen Kampfgeist soll auch sie zu spüren bekommen. Magdalena Neuner hat den Höhepunkt ihrer Karriere mit 23 Jahren vielleicht schon hinter sich. Als zweifache Olympiasiegerin mit einer weiteren Silbermedaille. Die Formel lautete in 9 Tagen 4 Rennen 3 Medaillen. Ein Fehler, eine Strafrunde. Nein, es reicht nicht ganz. Vorteil für die junge Deutsche. Stark. Ja, das ist es. Komm. Das wird eine letzte Runde. Goldmedaille für Magdalena Neuner. Sie hat getroffen, der 21. Februar 2010. Magdalena Neuner gewinnt ihre 3. Medaille bei diesen Spielen. Olympia ist Geschichte, die Zukunft heißt Gesamtweltcup. Neuner hat die große Kugel 2008 gewonnen, ihre Hauptkonkurrentin im Vorjahr. Ja, das ist schon mein Ziel auf jeden Fall. Das wäre ja schade, wenn nicht. Jetzt bin ich wirklich so nah dran. Ich hoffe, ich kann sie schlagen, aber es wird schwer. Am Ende wird abgerechnet.